willkommen zu einem neuen Video von Lautlos Performance und heute mal in einem anderen Format, denn wir filmen erstmal mit dem Handy, weil die GoPro noch unterwegs ist. Die kriege ich erst später wieder in die Hände. Und ihr wisst ja, wenn ich dieses Teil in der Hand habe, geht es um Geräusche. Ja, wir machen die Geschichte ganz kurz. Genesis GV70, der Kunde möchte das Auto leiser haben und jetzt fahren wir gerade in einer 60er Zone und messen jetzt mal bei 60 direkt die Geräuschemissionen. So, wir haben jetzt ungefähr 55 Dezibel, 55, 56 Dezibel. Jetzt werden wir das gleiche hier nochmal bei 100 km/h messen und gucken, was wir für eine Geräuschentwicklung da haben. Das gleiche auf dem Rückweg und dann haben wir den Durchschnittswert von den Geräuschemissionen hier im Innenraum vor der Dämmung. Und dann natürlich nehme ich euch vielleicht ein bisschen beim Umbau mit und dann später, ganz wichtig, das Ergebnis vom Dämmen, was dabei rauskommt, nicht nur subjektiv, sondern auch gemessen. Jetzt machen wir mal 80. Dezibel ungefähr, jetzt bei 100. Circa 61 Dezibel, das gleiche werden wir jetzt noch in die andere Richtung messen und filmen, dass wir so einen Durchschnittswert haben in beide gefahrenen Richtungen und dann sehen wir uns später wieder. So, und jetzt in die andere Richtung auch nochmal bei 100. Gucken wir mal, was rauskommt, aber ist schon sehr leise, muss ich sagen. Wir haben 61 Dezibel ungefähr und das ist im Vergleich zu jetzt, ich sag mal, den anderen Autos, die wir sonst immer machen, so ein Tesla, ist schon relativ leise, also schon ein paar Dezibel weniger. Das merkt man auch, dass das Auto sich viel hochwertiger anfühlt als, ich sage jetzt mal, so ein Model Y, was so in der relativ gleichen Klasse spielen sollte. Das ist jetzt auch ein komplett elektrisches Auto. Ich glaube, den gibt es ja sonst auch mit einem Benzinmotor, aber das ist rein elektrisch. Der Kunde hat jetzt knapp über 2000 Kilometer drauf und ihn stört nicht nur, dass das Auto viele Windgeräusche hat und für ihn ein bisschen zu laut ist, sondern dass die Musikanlage auch schlecht klingt. Also er sagt, das klingt so sehr leer, obwohl er hier so ein Premium-Soundsystem hat und möchte auch im Innenraum, dass man da viel dämmt, dass einfach der Klang wertiger wird. Danach gibt es wahrscheinlich noch ein Boxen-Upgrade, weil der Kunde gerne Musik hört. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir legen gleich los, zerlegen das Auto und dann gucke ich, wie und wo ich euch da mitnehmen kann, dass ihr ein bisschen mal seht, was da gemacht wird, wie groß der Aufwand ist. Denn das Auto bleibt jetzt circa 3 Tage in der Werkstatt, wird zerlegt, gedämmt und dann am Ende wird natürlich nochmal gemessen, damit wir sehen, ob wir Dezibel einsparen, messbar, oder ob es nur subjektiv einfach wertiger wird, ob es ein anderes Klangbild erzeugt, dass es sich einfach besser anfühlt als jetzt. Und dann schauen wir mal. So, ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch mal die Radhäuser, wie das denn beim Genesis GV70 so ausschaut. Ja, man sieht jetzt hier, ist relativ viel hohles Blech. Ja, das heißt, das werden wir auf jeden Fall alles beschweren und entdröhnen, damit man auf jeden Fall weniger Geräusche von den Reifen im Innenraum wahrnimmt. Dann hier so eine Besonderheit. Ich glaube, das oder das, ich denke eher das, ist sowas wie ein Mikrofon, das misst die Umgebungsgeräusche und minimiert dann so via Noise Cancelling, hat mir das der Kunde erklärt, im Innenraum die Geräusche, die entstehen. Aber auch hier ist einiges zu entdröhnen und zu beschweren, damit einfach die Frequenz auch im Innenraum des Fahrzeugs eine andere wird, damit es angenehmer ist beim Fahren. Und das ist so ein Teil vom Unterboden-Dämmprozess. Dann geht es später an die Karosserieübergänge und an den Innenraum, wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen, müssen wir mal gucken. Ja, das ist so der erste Step, noch immer per Handy gefilmt und ich denke mal ab, später gibt es dann endlich 4K GoPro-Aufnahmen. Und in diesem Sinne, wir machen jetzt weiter
machen das Auto sauber und dann fangen wir an zu dämmen. So, ich habe ja versprochen, dass ich euch mitnehme mit der GoPro, sobald ihr wieder bei mir ist. Ja, wir sind hier am Genesis GV70. So, ich muss mal gucken, bin jetzt nicht gewohnt, mich selbst zu filmen. Genesis GV70, Geräuschdämmung, Unterboden ist schon fertig. Und jetzt gerade dabei, die Türen zu zerlegen. Kofferraum kommt noch als nächstes. So sieht das auf der Beifahrerseite aus, ganz nackt. Und ja, das ist jetzt der erste Step vom Innenraum, von der Dämmung vom Innenraum, dass wir die Geräuschemissionen vermindern können. Und jetzt zeige ich euch mal die Türverkleidung, die ja an sich von, wenn man innen sitzt, richtig gut aussieht. Und von der Rückseite schaut das Ganze dann so aus. Relativ nackt und dünn, wo viel Lärm durch kann. Und ja, das wird jetzt Step by Step beseitigt. Und ich hoffe, das Ergebnis wird geil, aber ihr werdet ja dabei sein beim Ergebnis, wenn wir messen, wie das Auto sich bei 60 und 100 km/h verhält, was die Emissionen im Innenraum angeht, die Geräuschemissionen. Und ich lege jetzt mal los. Kleines Update hier beim Dämmen. Hier ist einmal die nackte Tür und drüben ist schon fertig gedämmt. Da werde ich jetzt nur zeigen, wie es fertig aussieht. Und zwar sieht man nichts. Sieht aus wie vorher, nur einfach alles schön dumpf gemacht, gedämmt. Das Einzige, was auffällt, ist diese Zusatzdichtung hier vorne und diese Zusatzdichtung hier an der Tür. Mal gucken, ob wir unten noch eine hinmachen, wobei da sieht es schon gut aus. Das ist einfach, wenn man die Tür schließt, dass die Karosserieübergänge hinten hier vorne, wo sich der Wind bricht, dass es nicht so in den Innenraum gelangt. Jetzt mache ich noch die vordere Tür Beifahrer fertig und dann geht es an die hinteren Türen, die dann auch gedämmt werden, vielleicht auch mit zusätzlichen Dichtungen und dann geht es nach innen. So, ich heiße euch herzlich willkommen, jetzt noch nicht in Arbeitskleidung, ich muss mich gleich umziehen. Ich laufe hier mal so ein bisschen so an dem Projekt Genesis vorbei, aber werde euch natürlich nicht zu viel zeigen von dem Auto. Die Dämmung ist fast vollbracht, also der Innenraum ist auch schon beinahe fertig. Ja, kann man so ein bisschen erahnen, was gemacht wird. Da drüben sind auch die Türverkleidungen, die Türinnenverkleidungen von dem Auto. Und das sind so jetzt die letzten Züge nach dem, heute ist der dritte Tag, wo gedämmt wird. Und ja, ich bin schon auf das Ergebnis gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr werdet ja dann gleich quasi danach live dabei sein. Was ich euch nur zeigen wollte, habt ihr schon mal bei so einem Genesis, ich muss mal kurz so ein Kennzeichen drauf machen, dass man das sieht. Dann kann ich euch das zeigen. So, da muss ich nicht immer das Kennzeichen verpixeln. Ich habe hier meine schönen Kennzeichenhalters. So. So, habt ihr schon mal beim Genesis, hier ist das Auto, da sieht man es jetzt schön. Also wisst ihr, wie man den Kofferraum aufmacht? Ich habe immer gedacht, ja, hier irgendwie so Fußsensor oder irgendwas hat er nicht gehabt. Da habe ich gedacht, wo geht das Auto auf? Hier oben, hier unten meine ich, auch keinen Knopf gefunden, gar nichts. Wie kriege ich die Heckklappe auf? Und dann gar nicht so doof, also ich finde die Idee ganz geil, hier. Am Scheibenwischer ist der Knopf für die Entriegelung. Ich denke auch Verriegelung, aber kommt man ja nicht hin. Ja, wollte ich euch nochmal zeigen, so nebenbei. Dann sehen wir uns gleich bei der Probefahrt. So, und da bin ich schon wieder. Wie schnell das ging, nur ein Fingerschnipser davon entfernt. Spaß beiseite. Dämmung ist fertig bei dem Auto. Genesis GV70 immer noch am Start. Mit schicker, heller Innenausstattung. Mega freshes Design. Mir gefällt das Auto richtig gut.
Durchschnittsverbrauch auf der Autobahn beim Herfahren war so 16, 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Was ich krass wenig fand. Ich denke, das pendelt sich vielleicht so irgendwas bei 20, 22 ein, sowas. Ja, mega gut. Darum geht es aber nicht. Da gibt es tausende Videos. Da können die Leute euch wahrscheinlich mehr über den Verbrauch sagen als ich. Ich bin jetzt erstmal hier wieder auf der Strecke. Beim Messen, wie auch schon bei der Eingangsmessung, machen wir jetzt die Ausgangsmessung. Ich hoffe, dass wir ungefähr gleiche Bedingungen haben mit nicht so allzu viel Verkehr. Jetzt ist zwar ein bisschen was los, aber es sollte trotzdem funktionieren. Zum Umbau. Umbaudauer war bei diesem Fahrzeug jetzt 3 Tage, 3 volle Tage. Ich denke mal, das wird sich jetzt, wenn das Paket dann fertig abgestimmt ist, einpendeln, so zwischen 2, 2,5 Tagen. Wir haben Dämmmaterial benutzt, schweres Dämmmaterial, circa, ich schätze mal, das müssten insgesamt 17 bis 19 Kilo sein, sowas. Da muss ich nochmal genau nachmessen, aber so um den Dreh wird es sein, nach Anzahl der Platten. Leichtes Dämmmaterial haben wir circa 1 Kilo verbaut, also schon ordentlich was. Jetzt sind wir auf der Strecke hier, wo wir das letzte Mal bei 60 gemessen haben. Jetzt gucke ich, dass der Verkehr das zulässt, dass wir hier jetzt auch nochmal bei 60 messen. Wir hatten, ich meine, 55, 56 Dezibel. Da werde ich gleich so eine Tabelle einleuchten lassen, einpflegen, dass ihr das seht. Also wenn wir unter 55, 56 Dezibel sind, wäre das schon mal super. Natürlich viele Autos, jetzt ist mal kein Auto. Circa 53 Dezibel, jetzt fahren wir mal gleich die 100. Also 57 Dezibel. Dezibel, also wir sind circa 2-3 Dezibel drunter. Viel weniger Windgeräusche. Also ich glaube, wir können uns den Rückwerk sparen, weil der war davor auch leiser als jetzt. Das wird ja noch mehr ausmachen. Beziehungsweise, nee, das machen wir. Wir machen es richtig. So, ich fahre jetzt auch nochmal den gleichen Weg zurück. Da gucke ich mal, ob wir es hinkriegen, wieder mit 60. Da hatten wir, bei 60 hatten wir nicht so viel Ersparnis. Ich glaube, so 1 Dezibel müsste da rauskommen, 1,5 Dezibel. Hält sich so im Rahmen, war schon sehr, sehr leise, das Auto, im Gegensatz zu anderen Autos. Aber bei 100, jetzt diese 3 Dezibel ungefähr, muss ich sagen, super. Funktioniert gut. Funktioniert richtig gut. Der Kunde wird happy sein. Der Musikklang ist auch viel besser geworden. Ich kann das leider nicht vorführen, denn der Jan hat gesagt, wenn wir Musik abspielen, könnte es Probleme geben. Deswegen müsst ihr mir glauben, dass es sich einfach besser, voller anhört. 60. Dezibel, lecco mio, nochmal viel weniger, jetzt fahren wir 100. Genau wie drüben auch. Ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Also ich bin richtig zufrieden damit. Ich finde es, man merkt es auch, also Windgeräusche sind viel weniger da als vorher.
Aber auch so diese allgemeinen Abrollgeräusche waren ja schon wenig, aber sind nochmal deutlich dumpfer. Im Innenraum fühlt sich's einfach irgendwie so satter an. Also es ist, man muss es mir jetzt einfach glauben, das ist nämlich schwierig, irgendwie das in Messwerte zu fassen. Man könnte natürlich mit so hochprofessionellem Equipment da bestimmt irgendwas rausmessen, dass die Frequenz sich geändert hat oder ähnliches. Aber man muss einfach sagen, es ist auch immer das menschliche Ohr einfach. Entweder es ist für den Kunden dann später deutlich hörbar besser oder nicht. Ja, das ist das Wichtigste. Und ich würde sagen, wenn ihr auch Bock habt auf Dämmung, weil viele wissen ja, dass ich ja damit ja fast angefangen habe, die Fahrzeuge, die E-Autos speziell zu dämmen, leiser zu machen, einfach, dass es im Innenraum besser ist, mehr Komfort bietet, dann meldet euch doch einfach. Egal welches Auto, auch dieser Kunde hat sich einfach gemeldet. Ich sage, ey, Genesis hast zwar nicht im Shop oder auf der Liste oder irgendwo, kannst du das machen? Natürlich kann ich das machen. Man wird nur aus diesen Erfahrungen besser. Ja, dann kann ich sagen, okay, es hat was gebracht oder nicht. Ein bisschen Risiko ist natürlich immer dabei, ja, dass es nicht deutlich leiser wird, dass es nicht angenehmer wird. Das Risiko besteht einfach, damit muss man leben. Wenn, ich sage jetzt mal, sich nichts verbessert hätte, dann natürlich rede ich dann immer mit dem Kunden, dann wird man sich bestimmt am Ende des Tages einig, dass jeder mit einem blauen Auge davon kommt. Aber so wie in diesem Fall jetzt hat der Kunde natürlich einen Benefit, er war als erster da. Jetzt kann richtig kalkuliert werden für die nächsten Kunden. Und wenn ihr einen Genesis GV70 habt und ihr braucht mehr Fahrkomfort, ihr fahrt viel oder wenig, ist egal, ihr hört gerne Musik, ihr wollt es wertiger haben, ihr wollt im Innenraum diesen Komfort haben, den das Auto nach außen strahlt. Das Auto sieht ja brutal aus. Ja, ihr wollt einfach nur mehr Komfort, als es schon hat. Einfach melden. Alles ist möglich, sage ich immer. Und in diesem Sinne, bleibt leise. Leise vor allen Dingen hier. Ja. Leise und schnell. Und abonniert doch gerne den Kanal. Liked ihn, kommentiert ihn, was auch immer. Damit ich sehe, da ist Resonanz da. Egal ob positiv, negativ, Anregung, einfach raushauen. Ich bin für alle Schandtaten bereit. In diesem Sinne, ciao.